Etwas voraus. Ja. Tonmenschen. Asche. Ja, cool. Und damit wieder ein recht herzlichstes Willkommen hier zurück zu Elden Ring. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. So, im letzten Part haben wir aufgehört hier nach dem Adligen der Götterskalpe, der uns auf der Brücke begegnet ist, die wir besiegt haben. Und vor diesem Tor stehen geblieben sind. Ja, was wir heute erkunden. Dann hier geht es ja hoch zu dem Turm. Mal gucken, was in dem Turm noch ist. Könnten wir auch gerade gar nicht vorstellen, was oben auf dem Turm ist. Weil wir haben ja keine Rune, die wir aktivieren können. Vielleicht ist es nur vorsorglich schon mal ein Punkt, wo man hin muss, um eine Rune zu aktivieren. Ich habe echt keine Ahnung. Allgemein von dem Spiel. Das ist schon Ahnung, aber ich weiß halt nicht, was mich erwartet. Okay, ja, hier haben wir wieder den altbekannten Fahrstuhl. Welche komischen Schattengestalten, die hier runter schwirren. Nein, kein Objekt. Okay. Na dann schauen wir mal. Also anscheinend geht es wieder nach oben. Nach unten geht es hier nicht. Licht anmachen. Oh Junge, wieder ein ganz schönes Stückchen nach oben. Okay. Ich bin jetzt mal gespannt, was uns hier erwartet. Erstmal eine Gnade, das ist schon mal gut. Oh, dem Eldenbaum sind wir jetzt auch wieder ganz schön nah. Da drüben schon? Ja, da waren wir schon. Das ist hier der heilige Turm von Limgrave. Okay. Ein goldenes Item liegt hier oben. Fluchmal des Todes. Und Erbe der Sterngucker. Loch suchen. Und erwartet das Resti... Was? Resignation? Resignation? Oh Gott, ich kann das nicht aussprechen. Warum immer Liebhaber? Okay. Such mal des Todes. Oh. Gucken wir uns mal an. War ein Schlüssel. Und das andere war ein Talisman. Herstellung. Schlüssel. Fluchmal des Todes. Da ist es. Das Fluchmal von Mondprinzessin Ranis abgelegten Fleisch. Was? Ein in das Fleisch von Rani, der Hexe, geritztes Fluchmal. Auch bekannt als die Halbkreiswunde des Tausendfüßlers. Dieses Fluchmal wurde zum Zeitpunkt des Todes des ersten Halbgottes erschaffen und hätte die Form eines Kreises annehmen sollen. Da aber zwei Halbgötter gleichzeitig starben, wurde das Fluchmal in zwei Hälften geteilt. Rani war die erste der Halbgötter, deren Fleisch verging. Beim Prinz des Todes starb hingegen nur die Seele. Boah, okay. Das heißt, das ist eigentlich Rani hier, oder was? Ganz schön groß. Und
Und ihre Seele lebt jetzt da in dieser Puppe weiter. Das hat man auch in diesem, bei so einer Nahaufnahme von ihr gesehen. Wenn ihr mal in den Videos gut aufgepasst habt, sage ich mal. Dass quasi ihre geistliche Silhouette quasi so ein bisschen nach rechts verschoben ist. Versucht das mal jetzt hier einzublenden. Ihr wisst ja, was ich meine. Naja, okay, gut, Fluch mal des Todes. Okay. Achso, und den Talisman haben wir ja auch noch gefunden. Erbe der Sterngucker, da. Erhöht die Weisheit. Ja, toll. Nee, danke. Brauche ich nicht. Gut, dann haben wir das also auch erledigt. Sehr schön. Stufenaufstieg können wir ja nicht machen, genau. Ja, wo reisen wir jetzt hin? Noch viel zu erledigen. Nochmal zu Rani zurück. Bringt nichts, die ist nicht mehr da. Ranis Kammer, genau. Renners Turm. Dann müssen wir vielleicht jetzt erstmal, um ihre Quest weiterzumachen, hier unten weitermachen. Hauptamt der Einzel war das, ne? Genau. Vielleicht können wir hier auch nochmal mit ihr quatschen kurz. So, hier ist ja die Gnade. Mit Rani sprechen. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which the name of Rai will not. Ja, okay, das hat sie uns schon mal gesagt. Okay, na dann wollen wir ihrem Willen mal folgen. Und die Leute, die ihren Namen besudelt haben, hier auslöschen, wie sie es nennt. Hallo. Aber hier gibt es auch noch ein bisschen was zu erkunden. Das soll natürlich nicht untergehen. Ul-Palastruin. Ach ja, dieses Viech vergaß. Oh, es geht schon wieder los. Das Vieh einfach wieder runter, aber das konnte man letztes Mal auch im Nahkampf machen, ne? Man muss nur irgendwie rankommen. Versuch das mal. Goldene Rune 7. Geisterteil-Lilie. Sehr schön. Okay, hallo. Boah, yo, richtig Schaden gemacht. Okay, das war wieder einfacher als gedacht. Boah, der hat richtig Runen gebracht, ne? Knapp 10.000. Und ein Dunkelspiel Trend 7. Nett, danke. Nice. Das war einfach. Gerade eben noch eine Folge Dark Souls aufgenommen. Da ist das Spiel echt träge. Hier flutscht das richtig. Vogel hoch. Vorsicht vor Schmetterling. Nett. Vogel hoch. Ja, genau. Was soll ich jetzt mit dieser Aussage anfangen? Hallo? Hä? Und habe mich jetzt trotzdem getroffen. Menschliche Knochensplitter.
3 Stück. Das ist ein richtiger Haufen geworden. Bah. Okay. Was gibt's denn hier noch? Außer nasse Füße. Ein paar Gegner. Oh nein, nicht wieder so ein Dude. Wer zum Haufen? Erster Teil hier 7. Nett. Cool. Ja, das ist, glaube ich, genau das Levelgebiet, wo wir sein sollten. Okay. Und da geht's einen Wasserfall runter. Ja, ich weiß, ich kann die Mimik die ganze Zeit rufen, aber dem ist jetzt noch kein Grund darin. Noch mehr Geisterteil-Lilien. Was? 6 und 7 nochmal. Aber ja, die hauen schon gut rein. Okay. Mal ganz kurz für mein Verständnis. Die Asche, die Mimik hatten wir auf 7. Die Geisterteil-Lilie bringt sie auf. Geisterteil-Lilie 7 auf 7. Eine 9er haben wir und eine große haben wir auch. Das heißt, uns fehlt eigentlich nur die 8. Dann könnten wir die Mimik maxen. Das ist natürlich nice. Okay, eine Geisterteil-Lilie in 8 muss ich finden. So, was haben wir hier denn noch? Erstmal nicht wirklich viel mehr, ne? Da ist noch ein Item. Und wieder so eine Spore. Okay. Lila Item. Fängt schon an zu zaubern, das Drecksvieh. Der konnte man aber gut mit Feuer entgegenwirken. Machen wir einfach mal. Hallo. Aua. Beruhig dich mal. Okay, Feuer scheint dir jetzt nicht so viel zu tun. Eis? Hm, auch nicht wirklich. Wie sieht's mit Magie aus? Oh, Magie geht. Aber wisst ihr was? Wir machen einfach Dampfschleuder. Wir machen einfach die Mimik rufen. So, dann holen wir sie mal. Wo bist du denn, Mimik? Ja.
Etwas voraus. Ja. Tonmenschen. Asche. Ja, cool. Ja, hab's vergessen, hier kommt der Tod. Umkehren. Sarg versuchen, ja. Gibt keinen Sarg. Tonmenschenasche. Schauen wir uns natürlich auch noch schnell an. Da ist er. Wie viel ruft die Geister von zwei Tonmenschen herbei? Okay. Ja, das sind sogar die Magieviecher. Wie es aussieht. Cool. Werde ich wahrscheinlich aber nie nutzen. Dann gucken wir uns noch schnell den anderen Wasserfall an. Hoffentlich geht es bei dem weiter. Gaststein. Jo, ja, hier geht's weiter. Insekt voraus, kurz gesagt Verzweiflung. Oh ja, ja. Da hängen sie an der Decke. Ah, Ufer. Sollten wir aber eigentlich wegkriegen. Vorsicht vor Hinterhalt. Umso mehr Zeit für dies. Ziel fixieren. Oder wir holen einfach mal den Bogen raus. Ah, das war dieser harte Angriff von den Viechern. Das war richtig knapp gerade. Wo ist noch eins? Erstmal auf dem Rücken gelandet, ey. Simulierende Boli. Machen wir hier noch irgendwo ein. Da sind noch ein paar. Ach, jetzt sind wir, glaube ich, von damals noch, als wir hier das erste Mal waren, wo wir hier nicht hoch konnten, oder? Ist aber auch schon lange her. Oh Mann, dieser scheiß Hügel da. Boah, was? Ja. Dann ist wieder so ein Riesenvieh. Und eine Runde 10, okay. Schildfett. Gnade voraus. Oder waren wir hier schon mal? Wir denn map-technisch jetzt? Schwierig. Okay. Ja gut. Aber das schauen wir uns dann im nächsten Part an. Ich mache jetzt hier erstmal wieder Schluss. Und wieder vorbei leider. Naja. Ups. Alles klar, damit sage ich erstmal wieder recht herzlichsten Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und wenn ihr denn wollt, sehen wir uns genau an dieser Stelle im nächsten Part wieder. Vielen Dank. Haut da rein.